Liebe, meine Liebe, habt ihr mich vermisst? Nein, okay. Ich weiß, ihr seid sauer auf mich, weil ich war lange weg, aber ich weiß, ihr hasst mich, aber ihr liebt mich auch ein bisschen, weil sonst wärt ihr nicht hier. Heute wird's romantisch. Ich kenne mich nicht aus mit Romantik, weil ich bin Single, seitdem ich geboren bin. Kennt ihr das, man übernachtet bei Freunden und man erzählt sich gegenseitig Geschichten über seinen Crush? Nein, ich auch nicht. Ich bin immer eingeschlafen. Und ich habe keine Freunde. Falls ihr mein Outfit nachkaufen wollt, ich habe es gekauft bei Ich wollte kein Geld ausgeben für ein neues Outfit, deshalb habe ich eins aus Papier gemacht.de. Aber ich glaube, es ist fast ausverkauft. Man sieht's nicht. Ja, passt. Okay, nochmal. Herzlich willkommen zurück zum Lovebook, aka Menschen, die ich liebe. Der war gut. Den nehmen wir. In den letzten Folgen habe ich euch von Jungs erzählt, in die ich verliebt war, die ich heiß fand, die ich süß fand. Und ich hoffe, wir haben alle verstanden, dass ich ein Problem habe, weil ich mich in jeden Jungen verliebe, mit dem ich länger als 2 Sekunden Augenkontakt hatte. Er war süß. Er war hot. Ich habe ihn einfach hässlich gemalt. Er war auch heiß. Ruf mich an. Aber heute expose ich nicht die Jungs, in die ich verliebt war, sondern ihr. Ich habe euch auf Instagram gefragt, so, hey Mädels, will jemand mir von seinem Crush erzählen? Will jemand Quatsch über Jungs reden? Und ihr habt mir so viele Geschichten über Jungs erzählt. Ich habe mich so gefreut. Ich war so, wenigstens läuft es bei euch mit den Jungs. Könnt ihr mir Tipps geben? Ich, wirklich, bitte. Ne, aber wartet. Das ist falsch rum. Erwartet kein professionelles Video. Ich expose nicht die Namen von euren Jungs. Ich sag natürlich nicht den echten Namen von eurem Crush, von eurer Mango, Ananas, Kokosnuss. Ihr wisst, wen ich meine. Weil vielleicht kommt ihr noch zusammen und ich will es nicht verkacken. Deshalb, ich erzähle die Geschichte von einem Jungen, in den ihr verliebt seid, von eurem Crush. Und ich zeichne die Person. Schreibt gerne in die Kommentare, wollt ihr noch eine Folge vom Lovebook? Ja, okay, okay. Okay, ja, okay. Ich halte die Klappe. Ich erzähle die Geschichten. Ich hole mein Mikrofon. Es war vor 3 Jahren und ich hatte einen Freund, den ich so sehr geliebt habe, dass ich all meine Freundinnen verlassen habe, nur um mit ihm Zeit zu verbringen. Reiten war mein größtes Hobby und deshalb wollte ich ihn auch dazu überreden, auch mit Reiten anzufangen, aber er wollte nicht. Immer wenn ich reiten war, das waren die einzigen 3 Stunden, wo ich alleine war. Sonst waren wir immer zusammen. Beim Reiten habe ich einen anderen Jungen kennengelernt, Philipp. Ich mochte ihn von Anfang an. Und ich habe langsam gemerkt, wie ich immer mehr Gefühle für ihn bekommen habe. Da war was zwischen uns. Mein Freund, der hat davon gar nichts mitbekommen, weil er ist ja nie mitgekommen zum Reiten. Und dann habe ich sie kennengelernt, Miriam, ein anderes Mädchen vom Reiten. Und nach einiger Zeit, wir wurden unzertrennlich. Wir konnten uns alles erzählen, wir hatten keine Geheimnisse. Und das Besondere, Miriam hatte einen Freund, der ziemlich gut mit meinem Freund befreundet war. So habe ich alles mitbekommen und immer gewusst, was mein Freund gerade macht. Alles war perfekt. Ich hatte meinen Freund, ich hatte meine 2 besten Freunde beim Reiten, bis zu diesem einen Tag, der alles verändert hat. Danach wurde alles anders. Es war Miriam. Sie ist zu mir gerannt, sie war total außer Atem und ich habe gewusst, irgendwas stimmt nicht. Sie musste erstmal atmen, so schnell ist sie gelaufen und da habe ich gewusst, irgendwas Schlimmes wird gleich passieren. Ihr Freund Lukas hat ihr erzählt, dass mein Freund mir fremdgegangen ist. Ich habe es ihr zuerst nicht geglaubt. Ich wollte es nicht glauben. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung dafür und ich musste mit ihm reden. Und er hat das gesagt. Ganz ehrlich, ich mach Schluss. Du hast weder Freunde noch Hobbys. Es ist einfach nur noch peinlich, mit dir gesehen zu werden. Es ist Schluss. So wie das Schicksal es wollte, ist diese Situation genau vor Philipps Augen passiert. Was Philipp gemacht hat, er ist aufgestanden, ist zu meinem Freund hingegangen und hat das gesagt. Wehe, du behauptest noch einmal, dass sie keine Freunde hat, denn sie hat 2. Mich und Miriam. Und ich mag sie nicht nur, ich liebe sie. Ich war sprachlos und diesen Blick von meinem Ex-Freund, den werde ich nie vergessen. Und das war die Geschichte, wie mein Freund Philipp und ich zusammengekommen sind. Sorry. Wenn ich herausfinden würde, dass mein Freund mich betrogen hat, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich würde mich im Schrank einschließen und weinen und Eis essen, weinen, Schokolade essen und 5 Wochen nicht rauskommen. Ich habe die Geschichte so gelesen und ich war so, ja, Philipp, zeig ihn! So, wer will nicht so einen Freund? Ich will einen. Ich will einen ganz dringend. Diese Story ist von der Klassenfahrt im Sommer, aber es wurde ganz sicher keine normale Klassenfahrt. Die ersten 4 Tage waren diese typische Klassenfahrt, bisschen Museum hier, bisschen Museum da und eine gestresste Lehrerin. Ein bisschen langweilig, aber alles ist besser als Matheunterricht. Was nicht langweilig war, war der letzte Abend vor der Abfahrt. So wie bei jeder Klassenfahrt dürfen die Mädchen nicht ins Jungszimmer und die Jungs nicht ins Mädchenzimmer. Irgendwie hat das keiner von uns aus der ganzen Klasse ernst genommen. Wir haben die Regel ein bisschen lockerer gesehen.
Als ich im Zimmer von den Jungs war, um meine ganze Schminke wieder abzuholen, weil ich habe da schon ziemlich oft gechillt und um einfach generell so ein bisschen die Lage abzuchecken, so, was machen die Jungs? Aber was wir dann gehört haben, die Lehrerin kommt die Treppe hoch. Das Zimmer von den Jungs war das letzte vom Flur, das heißt, wir waren die Letzten, die mit der Zimmerkontrolle dran waren. Das Mädchenzimmer, wo ich eigentlich hätte sein müssen, das wurde schon kontrolliert. Das nächste ist das Jungszimmer. Was soll ich machen, weil ich konnte nicht rausrennen, weil wenn ich rausrenne, dann muss ich an der Lehrerin vorbei und das war's dann. Und dann kam es, das Geräusch. Die Englischlehrerin hat an die Tür geklopft. Ich musste mich verstecken. Sofort! Aber wo soll ich hin? Im Schrank war kein Platz und ein Badezimmer gab's gar nicht im Zimmer. Und unter dem Bett waren die Koffer und ich hatte einfach keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Ihr müsst wissen, es gab solche doppelstöckigen Betten und dann plötzlich ruft mein Klassenkamerad, hey, komm zu mir, komm schnell runter unter meine Decke. Ich hatte keine andere Wahl, ich musste zu ihm ins Bett, unter die Decke. Also bin ich ganz schnell zu ihm ins Bett geschlüpft und wir haben uns zusammen versteckt. Dann kam die Lehrerin rein, um zu kontrollieren, ob alle schön Zähne geputzt haben und solchen Kram. Jetzt musste ich komplett leise sein. Niemand durfte wissen, dass ich jetzt gerade unter dieser Decke liege. Aber weil es unsere Englischlehrerin war, sie hat jede verdammte Ecke kontrolliert. Und was hat sie gemerkt? Einen kleinen Buckel unter der Decke. Ich hatte keine andere Wahl, ich musste komplett still da liegen und kein Geräusch machen. Ich habe mein Bestes gegeben und ich habe gedacht, es funktioniert. Sie wollte schon fast gehen, aber dann, der Junge hat mich einfach mit seiner Hand am Hals berührt und ich musste lachen. Ich musste aus Reflex lachen. Ihr könnt dreimal raten, wer genau neben dem Bett stand und die Decke hochgemacht hat. Meine Lehrerin. Es war komplette Stille im Zimmer und wir wissen bis heute nicht, was die Lehrerin sich dabei gedacht hat, als sie mich unter der Decke von einem Jungen gesehen hat. Wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte so angefangen zu schwitzen. Ich stehe im Raum, ne? Die Kamera ist schief. Ist es besser? Nein. Ich stehe im Raum, es klopft. Die Lehrerin kommt jede Sekunde rein. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Ich bin quasi illegal hier. Wenn ich unter dieser Decke gewesen wäre, ich hätte so angefangen zu lachen. Boom und explodiert. Ich kann nicht mit Stress umgehen. Immer wenn ich gestresst bin, brauche ich einen Snack. So einen kleinen Keks oder eine Schokolade und dann geht's mir besser. Okay, wer hat gefragt? Sorry. Ich war auch auf Klassenfahrt, aber ich war da in meiner, ich mag keine Jungs und ich habe Angst, mit ihnen zu reden. Deshalb war ich nie im Jungszimmer, aber ich habe trotzdem ein süßes Bild mit einem Jungen gemacht. Ja, und ich bin euch ehrlich, ich habe jeden Abend die Tage gezählt, bis ich endlich wieder nach Hause kann. Ich wollte nach Hause in mein Bett. Es war letztes Jahr und sagen wir so, ich war in einen Jungen in meiner Klasse verliebt. Wir nennen ihn einfach Andy. Am Anfang des Schuljahres hatten wir so viel Kontakt und ich war so, wir werden heiraten, wir gehören zusammen. Aber nach 2 Monaten haben wir aufgehört zu telefonieren, zu schreiben. Es war Funkstille. Ich habe natürlich versucht, seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich habe im Bus immer extra laut mit meinen Freunden geredet, als wäre gerade was Spannendes in meinem Leben passiert. Manchmal habe ich mir auch einfach Lügen über mich selbst ausgedacht und die erzählt, damit Andy an mich denkt, damit ich seine Aufmerksamkeit bekomme. Dreimal dürft ihr raten, es hat nicht funktioniert. Er hat mich weiter ignoriert. Das ging das ganze Schuljahr einfach so weiter und dann habe ich einfach angefangen, mit einem anderen Jungen Kontakt aufzubauen. Das war kein normaler Junge. Dieser Junge war richtig gut mit Andy befreundet. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe ihn einfach gefragt, hey, kannst du Andy sagen? Ich habe einen Crush auf ihn. Ich mag ihn. Bitte sag ihm das. Dieser Junge ist zu Andy hingegangen und hat ihm ins Gesicht gesagt, hey, sie hat einen Crush auf dich. Und er hat mich weiterhin ignoriert. Es hat nichts gebracht. Es war ihm einfach egal, also habe ich den Jungen gefragt, hey, kannst du ihn fragen, ob er mich überhaupt auch mag? Und seine Antwort, wirklich, ich konnte wochenlang nicht schlafen wegen seiner Antwort. Wisst ihr, was seine Antwort war? Er hat einfach gesagt, ja, Mittel. Wie, ja, Mittel? Ich wusste nicht, ob er es nur freundschaftlich meint oder ob er mich wirklich, wirklich mag. Ich habe nicht aufgegeben, deshalb habe ich ihm nochmal über WhatsApp geschrieben und habe ihn selber gefragt. Vielleicht hätte ich das lieber nicht machen sollen. Er hat gesagt, er mag mich nur freundschaftlich. Das hat mir das Herz gebrochen, aber ich hatte immer noch dieses Gefühl, dass er irgendwas von mir wollte. Irgendwas war da. Die nächsten 2 Monate haben wir uns einfach gegenseitig ignoriert und dann hatte ich diese geniale Idee. Was, wenn ich so tue, als hätte ich mich verletzt? Ich habe dafür extra 2 Wochen lang einen Verband um mein rechtes Knie getragen. Dreimal dürft ihr raten, was Andy gemacht hat? Gar nichts. Er hat nicht einmal danach gefragt. Aber ich hatte noch einen Plan. Ich hatte davor noch nie einen Freund und deshalb habe ich einfach so getan, als hätte ich einen Freund. Ich habe jedem erzählt, hey, ich habe jetzt einen Freund und Andy, er hat mich immer noch ignoriert. Es war ihm egal, dass ich einen Freund habe. Ich habe aufgegeben. Wir reden nicht mehr freiwillig miteinander, wir telefonieren nicht, wir schreiben nicht mehr, gar nichts. Ich bin genauso. Ich habe so viele peinliche Sachen gemacht, damit ich die Aufmerksamkeit von Jungs bekomme und es war absolut peinlich. Ein süßer Junge in meiner Klasse und ich war so, wie kriege ich seine Aufmerksamkeit? Nummer 1, ihn einfach ansprechen wie ein normaler Mensch? Nein.
Nummer 2 extra von der Treppe runterfallen, damit er mich auffängt. Zu dramatisch? Nein. Ich habe mir extra ein Pflaster ans Knie geklebt, damit er mich anspricht und so fragt so, hey, was ist passiert? Er hat es nicht mal gemerkt. Er hat nicht gemerkt, dass ich verletzt war. Oh, oh, oh. Ich habe auch extra Süßigkeiten mit in die Schule genommen und auf meinen Tisch gelegt, damit er mich anspricht, hey, kann ich eins haben? Ich war nicht sein Crush, ich war sein persönlicher Süßigkeitenautomat. Ja, lass mich, egal. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit diesem Jungen zusammenkomme, aber jetzt kann ich ihn meinen Freund nennen und wenn ich euch erzähle, wie wir zusammengekommen sind, ihr glaubt mir das nicht. Wir waren seit der 5. Klasse in Parallelklassen und wurden nach 2 Jahren zusammengelegt in eine Klasse. Wir haben uns gar nicht verstanden, wir haben uns gehasst. Wir waren die C-Klasse, die anderen waren die B-Klasse. Wir wollten getrennt werden. Ihr wisst, was ich meine. Parallelklassen mögen sich nicht. Da ist Streit. Das ist Gesetz. Wir haben unseren Schulleiter angebettelt, damit er unsere beiden Klassen wieder trennt. So nett wie unser Schulleiter war, hat er das natürlich nicht gemacht. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, diese Klasse, die braucht ein bisschen Hilfe. Die brauchen einen Ausflug. Deshalb wurde ein ganzer Tag für uns organisiert, wo wir als Klasse das erste Mal zusammen was machen. Ach, wir haben nichts Normales gemacht wie Wandern oder sowas. Nein, wir waren Wasserskifahren. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich war richtig gut im Wasserski. Wirklich, ich habe da so meine Runden gedreht. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut, weil ich habe mein Gleichgewicht verloren. Ich bin ins Wasser gefallen mit meinen Skiern. Aber das Problem war, diese Skidinger an meinen Füßen sind nicht abgegangen. Wie normalerweise, die sind an meinen Füßen hängen geblieben. Ich wurde plötzlich unter Wasser gezogen. Ich habe gedacht, das war's jetzt mit mir. Ich konnte meine Luft nicht mehr halten. Ich musste unter Wasser ausatmen und die Luft wurde immer und immer weniger. Ich konnte nicht mehr atmen. So war das jetzt mein Ende? Bevor ich weiter nachdenken konnte, da habe ich was an meiner Schulter gespürt. Eine Hand. Und dann wurde ich plötzlich nach oben gezogen. Ich wurde auf eine Matte gezogen und das Erste, was ich gesehen habe, als ich meine Augen geöffnet habe, diesen einen Jungen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß noch, wie er gefragt hat, hey, alles gut bei dir? Er hat gesagt, du warst 2 Meter unter Wasser. Und dann habe ich nur gedacht, 2 Meter? Du bist 2 Meter tief getaucht, um mich zu retten? Mein Herz hat in dem Moment einen Sprung gemacht. Ich war auf einmal im Fieber. War das gerade Liebe auf den ersten Blick? Fühlt es sich so an, verliebt zu sein? Oder war ich doch nur unter Schock? Aber nein, unsere Geschichte hat gerade erst angefangen. Danach haben wir immer mehr Zeit miteinander verbracht. Wir waren auf Dates, im Kino und dann hat er mich gefragt, wollen wir zusammen sein? Und ich habe ja gesagt. Ich dachte, sowas passiert immer nur im Film. Der Junge rettet das Mädchen so richtig romantisch, die verlieben sich, kommen zusammen und dann findet sie heraus, dass er ist der Halbbruder von Spider-Man oder ein Superheld und halt ja. Als ich die Schule gewechselt habe, habe ich mir so vorgestellt, wie ich die Treppe so in Zeitlupe runtergefallen bin und mich so ein süßer Junge gerettet hat und wir uns verliebt haben, aber ist nicht passiert. Aber ich habe einen gratis Bleistift bekommen. Ich weiß nicht, wie ich diesen besonderen Jungen nennen soll, aber wir nennen ihn Ananas. Wir waren zusammen in der 5. und 6. Klasse und ich war sofort in ihn verliebt. Sofort. Ich wurde vorher ziemlich stark gemobbt und ich war psychisch kaputt. Komplett zerstört. Ich wurde als Problemkind eingestuft. Und dann kam plötzlich Ananas, der Klassenclown. Er war voll witzig, er hat die Lehrer um ihren Verstand gebracht und er hatte diese aufmunternde Art. Ich weiß nicht, er hat mich einfach glücklich gemacht. Aber dann ist es passiert. Ich musste für 3,5 Monate in die Psychiatrie. Weg von der Schule. Weg von der Schule. Ich weiß, das hört sich cool an, aber für mich, das war der absolute Horror. Weil ich musste alles, was ich verpasst habe, wieder aufarbeiten. Die einzige Person, die sich in dieser Zeit um mich gekümmert hat, war Ananas. Er hat mir so viele süße Nachrichten geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er mich vermisst. Und er hat erzählt, jedes Mal, wenn die Tür im Klassenzimmer aufgegangen ist, hat er meinen Namen gesagt, um sich an mich zu erinnern. Er hat so oft nach mir gefragt und ich habe Gefühle für ihn entwickelt. Wegen meiner Mobbingzeit war es schwer, Vertrauen aufzubauen, aber Ananas, er hat mir irgendwie geholfen. Ah, und was ich vergessen habe zu erzählen, er kann richtig gut Klavier spielen, er ist richtig sportlich. Ich kann beides nicht, Sport am wenigsten. Aber meistens schätze ich einfach seinen Charakter. Er ist witzig und er achtet nicht auf die Vergangenheit von Menschen. Er ist toll. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Zeichen vom Universum ist, aber seine Mutter hat einfach genau den gleichen Namen wie ich und mein Name ist selten. Den gibt's nicht oft. Ich kenne sonst keine einzige Person, die den gleichen Namen hat. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich weiß, ihr fragt euch, okay, was ist aus euch zwei geworden? Seid ihr zusammengekommen? Naja, lass es mich so sagen. Wir beide, wir gehen nicht mehr auf die gleiche Schule, aber wir sind richtig gute Freunde geblieben. Okay, da darf ich ehrlich zu euch sein? Das Ganze geht jetzt schon 4 Jahre und ich bin immer noch in ihn verliebt. Um eure Frage zu beantworten. Nein, wir sind noch nicht zusammen. Noch nicht. Wer weiß, was in der Zukunft passiert. Ich sage immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Geschichte war so süß. Ich will ihr eine Umarmung geben. Ich weiß, normalerweise rede ich viel
Müll. Aber wenn ihr gerade eine schwierige Zeit durchmacht oder es euch nicht so gut geht, dann ich verspreche euch, es wird besser. Gebt niemals auf, kämpft weiter, ich bin stolz auf euch und wisst ihr was? Ich will euch eine Umarmung geben. Kommt her. Ich hab euch lieb. War die Umarmung zu viel? Yeah! Meine Damen und Herren, das war das Lovebook. Die Party ist vorbei. Unser Date ist vorbei. Vielen Dank an alle, die sich dieses schlechte Video angeschaut haben. Ihr seid cool. Wir sehen uns wie immer nächste Woche wieder. Diesmal mache ich nicht so eine lange Pause, versprochen. Indianer Ehrenwort. Ich bin jetzt quasi nackt. Ciao, Kakao.